Hello. Hi, Elena. Hi, everyone. Good morning. Hallo Rocco, guten Morgen alle. So, Did you ever face some big trouble in your life? Like something that looked like it's unable to change it or resolve it? Hast du jemals irgendwie riesengroße Probleme in deinem Leben gehabt, wo du dir gedacht hast, oh, das kann ich nicht lösen? Wie löse ich das nur? Did you? No, never. Of course. And that's the funny part that people have the idea that I should try to fix it or resolve it this way. Ideen haben diese fixe Idee, dass, ich sollte es genau so lösen. And the problem is that it smells like shit somehow. It's really gluey and it's not going to happen. Und das Problem ist, es stinkt nach Scheiße. Es ist total klebrig. Es geht nicht auseinander. And it's like it's simply because we have the wrong idea. Und es ist nur, I'm sorry, I'm just yawning. Wir haben hier eine falsche Vorstellung davon, wie wir es lösen können. It's a wrong idea because somehow the logical mind comes up with a solution. Das ist die falsche Idee, weil der logische Verstand mit einer Lösung kommt. And this is the moment when, the situation is really special, so you really need a totally special or extraordinary solution to it. Die Sache ist die Situation ist wirklich besonders, deswegen brauchst du eine besondere Lösung. And this is a great possibility for the logical mind to get wasted, you know. Es ist eine großartige Situation, wo der logische Verstand sich austoben kann. So, okay, so how does it work? Okay, wie funktioniert die Lösung von uns? Von Rocco? So you have the situation, and actually the solution is built into the situation, like energetically. Du hast die Situation und die Lösung ist schon in das Problem, in die Situation eingebaut, energetisch. And the situation is a big problem by itself because your logical mind doesn't get it. Und die Situation ist ein Problem an sich, weil der logische Verstand das nicht checkt. It tries to match the situation's energy with something that it worked out logically, which is not matching. Er versucht, die Situation mit etwas zu verbinden, was er logischerweise sich gedacht hat, dass es ist, aber es funktioniert nicht. Es geht daran vorbei, ja. So, are you willing? Yeah, how much crazy are you willing to be? To create a change. Wie verrückt bist du bereit zu sein, um eine Veränderung zu haben? Like crazy in a sense of not logical. Verrückt im Sinne von nicht logisch. And these are the moments when actually you really need to lose your mind in order to get out of that need of control. Und das ist der Moment, wo du rausgehen musst, aus deinem Verstand heraus und dem Bedürfnis nach der Kontrolle. Oh, everyone has some level of control, and if there is big shit, then there is big level of control. Jeder hat irgendein bestimmtes Level an Kontrolle und wenn der große Scheiße am Dampfen ist, dann ist die Kontrolle riesengroß. So that means you really the level of change or the level of uncontrol will feel like you should go crazy. Das heißt, das Level an Unkontrolle wird sich anfühlen wie Verrücktheit. Ja. So are you willing to be that crazy to be able to see what is the energy there truly?
Also bist du bereit, so verrückt zu sein, um zu sehen, was die wahre Energie ist? So it's really about no structures and no form and no significance. Also es geht wirklich um keine Struktur und keine Signifikanz. You know, this can be about your business, this can be about your health or about your relationship. Es kann über dein Business gehen, es kann über deine Gesundheit gehen, deine Beziehungen. So, are you willing to go crazy? Also bist du bereit, verrückt zu werden? And are you ready to go crazy? Und bist du bereit, verrückt zu werden? And you know, this is a huge invitation to really get rid of something from your reality that's really blocking you. Das ist wirklich eine Einladung, etwas loszulassen in deiner Realität, das dich blockiert. So don't see it as something terrible, but see it as a great possibility. Also schau es dir nicht als irgendetwas Schlechtes an, sondern als eine wirkliche Möglichkeit. You know, if you buy into it, it's terrible. It will destroy you simply, and it's good. The weak has to be destroyed. Wenn du denkst, es ist schrecklich, dann wird es dich zerstören. Und das ist okay. Die Schwachen müssen zerstört werden. So you can choose who you are. Are you the weak one, or are you the one who is out creating all the time? Du kannst beschließen, ob du das Schwache bist, die Schwache, der Schwache, was auch immer, oder ob du stark bist. So it's up to you. I leave it with you. So just enjoy the taste of it. Das ist deine Entscheidung. Lass die Entscheidung bei dir. Lass dir hier einen kleinen Vorgeschmack an energetisch dann da. Are you a weak, pathetic pile of shit? Bist du ein schwacher Scheißhaufen? Or are you Der the one, the Blut infinite being, out creating all the time? Oder bist du ein unendliches Wesen, das die ganze Zeit outcreiert? Die ganze Zeit darüber hinaus kriegen. Just make your choice Mach einfach eine Wahl. and see what the world will bring to you. Und schau mal, was die Welt dir bringt. Okay. Have a lovely day. See you soon. Okay. Habt einen wunderschönen Tag. Bye bye. Bye, Elena. Bye bye. Bye, Rocco.